Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Der Papagei ist schon ein recht neugieriges Vögelchen und schnappt sich blitzschnell die Packung mit den Viagra-Tabletten seines Herrchens. Mit eisernem Griff hält er diese in den Krallen seines rechten Fußes und beginnt mit dem kräftigen Schnabel die Schachtel zu öffnen. Innerhalb kürzester Zeit hat er den gesamten Packungsvorrat an Viagra gefunden und verspeist. Sein Herrchen ist total entsetzt und denkt: Oh mein Gott, der arme Kerl! Alle Viagras mit einem Mal! Der ist ja im Verhältnis zum Menschen doch recht klein und wer weiß schon, was die Tabletten für Schäden in dem armen Vogel anrichten. Der Mann weiß sich zunächst keinen Rat, möchte aber auf alle Fälle verhindern, dass die Wirkung der Pillen einsetzen kann. So beschließt er, das Tier erst einmal in die Gefriertruhe zu packen und danach sofort den Tierarzt zu kontaktieren. Es dauert etwa eine Stunde, bis der Mann mit dem Veterinär sprechen kann. Der ist völlig entsetzt, dass das arme Tier nun in der Gefriertruhe sitzt. Sie müssen den Vogel da sofort rausholen. Und wenn er noch lebt, dann muss er so schnell wie es geht auf Zimmertemperatur gebracht werden. Und sollte er Schäden davon getragen haben, kommen Sie mit dem Papagei noch heute in meine Praxis. Der Mann verspricht sich, an die Anweisung des Tierarztes zu halten und öffnet augenblicklich den Deckel der Gefriertruhe. Der Mann schaut hinein und er sieht den Papagei schwitzend darin sitzen. Das kann der sich nun überhaupt nicht erklären und er fragt den Papagei, warum er denn so schwitzt? Darauf antwortet das bunte Federviech: Schau mal her, Frau Wiesenhof! Die weigert sich, die Beine prall zu machen. Die muss wohl noch Jungfrau sein. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.